Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Produktvorstellung und heute geht es um Maniac Cop 3 Badge of Silence in der Cover-A-Variante von NSM Records. Ja, Teil 2 wird sicherlich dann nächstes Jahr folgen. Ich war anfangs etwas irritiert gewesen, als ich mitbekam, dass NSM Records erstmal Teil 3 in einigen Mediabook-Varianten und natürlich erstmalig auf Blu-ray in Deutsch und auch wirklich diesmal ungeschnitten herausbringen wird. Den Film gab es ja Anfang der 90er nur ungeschnitten in der Pressekassette von New Vision. Die Version selber, die dann natürlich für den Kauf, Verleih dann rauskam, war dann mehr oder weniger in zwei Szenen um jeweils 4,5 Sekunden geschnitten gewesen, was ich dann doch schon ein bisschen komisch fand, und alle folgenden DVD-Auflagen waren auch mehr oder weniger geschnitten gewesen, basierten halt auf dieser Schnittfassung. Ja, ist schon ein bisschen irritierend, dass erstmal Teil 3 rauskommt. Ich muss eigentlich sagen, der Release selber liegt mal wieder auf dem üblichen, gewohnten, soliden Niveau von NSM Records, obwohl ich sagen muss, ist, dass der erste Teil dann doch schon einiges mehr an Extras spendiert bekommen hat, aber auf der anderen Seite bei der Blu-ray-Performance dann eher so eine schwankende Qualität an den Tag gelegt hat und hier bei Teil 3 wirklich eine sehr gute Qualität auf Blu-ray vorhanden ist. Das liegt sicherlich nicht nur am Produktionsalter des Films, sondern auch an dem technischen Equipment, was bei diesem Teil, dem Abschluss der Maniac Cop Trilogie, zur Verfügung hatte. Deswegen, das Bild ist wirklich sehr scharf, hat einen hohen Detailgrad, hat wenige oder gar keine Verschmutzung oder Bildunruhen, kann sich wirklich definitiv sehen lassen. Ich war sehr überrascht von dieser sehr gelungenen Bildperformance. Ja, das Mediabook selber ist wie gewohnt natürlich matt ausgefallen. Ich muss sagen, dieses Artwork, das schön reißerisch natürlich auch mit diesem Zitat daherkommt, hat mir dann wirklich am meisten zugesagt, auch von der Umsetzung selber, dieses schöne Artwork, wie es auch schon auf der New Vision VHS drauf war. Dann natürlich haben wir noch den Spine und man sieht natürlich, dass das Ganze wirklich auch sehr passgenau ist, auch wenn die Schriftzüge sich dann doch in vielerlei Hinsicht von der Breite und auch selber von der Farbgebung etwas unterscheiden. Und auf der Rückseite haben wir natürlich dann noch ein paar Szenenbilder sowie die Zusammenfassung der Handlung an sich. Dann noch ein paar Szenenbilder hier, unter anderem mit Robert Davi, der natürlich die Hauptrolle hat, den man aus Lizenz zum Töten oder Predator 2 Expendables 3 kennt. Und einen von Durchschusslöchern perforierten Rorschach bzw. Jackie Earle Haley. Das ist so ein kleines Spoilerbild, was man hinten drauf gepackt hat. Er ist immerhin einer der Bad Guys im Film selber. Ja, dann haben wir natürlich hier noch die Credits selber und dann natürlich noch eine Zusammenfassung der technischen Daten an sich, eine individuelle Limitierungsnummer und natürlich ein Siegel, dass das Ganze ungeprüft ist. Der Film ist nach wie vor indiziert. Ja, bei den Extras selber muss man sagen, findet man hier allerdings nicht so viel, außer halt ein paar Texttafeln, die sich bewegen, die als Filmografien ausgegeben werden, ein paar Trailer, eine Bildergalerie und DVD-Version ist absolut kein Extra für mich. Das ist so eine Zugabe für diejenigen, die nach wie vor nur DVD haben. Das war es allerdings auch gewesen. Ich muss sagen, ich kann in Zukunft wirklich auf diese DVD-Versionszugaben verzichten. Durch und durch. Die Blu-ray von Blue Underground selber, die vor 3 Jahren erschienen ist und auf dessen Bill Master selber die deutschsprachige Blu-ray basiert, bot darüber hinaus noch ein 26-minütiges Making-of sowie einige erweiterte und entfallene Szenen. Schade, dass man die ja nicht draufgepackt hat bzw. lizenziert hat. Ja, dann schauen wir uns noch das Innere des Mediabooks an, was in der gewohnten NSM Records Qualität daherkommt. Beziehungsweise das größte Manko an diesem Mediabook selber sind nicht die Drucke auf den Discs, die mehr oder weniger dann noch die anderen Mediabook-Cover-Varianten darstellen, sondern es ist an sich der Innendruck. Also ich meine mal, bei NSM Records scheint man darauf zu stehen, dass man vor allem irgendwelche explodierenden Sachen ablichtet. Aber ich muss sagen, das Motiv ist relativ, wenn man es denn überhaupt erkennen kann, unscharf ausgefallen. Ist auch kein sonderlich spektakuläres Motiv, das gab es ja auch bei diesem Blown Away Mediabook, auch dass innen drin da irgendein Auto explodiert, hier ist es halt so ein brennender Gefängnisbus, aber ich muss sagen, das ist kein sonderlich spektakuläres Innenbild, da hätte man sich sicherlich was anderes einfallen lassen können oder hätte auf die linke und die rechte Seite jeweils ein anderes Motiv drauf machen können, also ich hätte damit auch leben können, wenn das Motiv nicht durchgängig gewesen wäre. Dafür muss ich sagen, ist der Buchanteil dann doch recht ansehnlich gestaltet worden mit einigen
Bildern und etwas an Text, was natürlich auch auf die Produktion von Teil 3 eingeht und natürlich auch auf die Probleme, denn William Lustig hat ja während der Dreharbeiten das Handtuch hingeschmissen, weil die Produzenten sich zu sehr in die Dreharbeiten und allgemein den Film eingemischt haben und Produzent Joel Soisen hat dann quasi die letzten 20 Minuten dann noch gedreht, den Film quasi fertiggestellt. Es wird aber auch gemunkelt, dass er einige andere Szenen mehr oder weniger nachgedreht hat und in den Film integriert hat. Den Produzenten war es wohl zuwider gewesen, dass der Film einen etwas düsteren Ton haben sollte. Ja, es wird natürlich auch auf die Darsteller eingegangen, unter anderem natürlich auch auf Robert Zadar und auch seinen Tod. Er ist ja Ende letzten Jahres, also im März letzten Jahres verstorben, überraschenderweise. Und das wurde ja im ersten Mediabook überhaupt gar nicht ja, bemerkt, quasi mit eingearbeitet, obwohl das erst nach seinem Tod rauskam, was ich auch ein bisschen komisch fand, ja. Aber hier wird es halt erwähnt. Und dann gibt es halt natürlich noch einen kleinen Hinweis zu den Sam und Ted Raimi Cameos, sowie dann natürlich hier auch noch einige Poster-Artworks und ein, ja, auch ein recht unspektakuläres Motiv auf der letzten Seite, was auch relativ unscharf ausgefallen ist. Ja, also im Gegensatz zum ersten Teil, die Verpackung ist natürlich wieder auf der gewohnten NSM Records typischen Höhe, sagen wir es mal so von der Qualität her. Der Indruck selber ist relativ schwach ausgefallen und ja, man muss es natürlich verkraften, dass es hier weniger Extras gibt. Man hätte natürlich die paar Extras, die es auf der US-amerikanischen Blu-ray gab, sicherlich mit drauf packen können. Immerhin ist Blue Underground das Label von William Lustig, also hätte man sicherlich anfragen können, ob der gute William auch die Extras rausrückt, damit man die hier rauspacken kann. Ansonsten ein solider Release, der allerdings gegenüber dem vom ersten Teil doch etwas abstinkt. Aber immerhin auf der technischen Seite, was die Blu-ray angeht, eine wirklich ordentliche, gelungene, tolle Bildperformance zu bieten hat. Gut, das war's mit meiner Produktvorstellung zu Maniac Cop 3 Batch of Silence in der KVA-Variante. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir natürlich eure Gedanken und Anregungen zu der Veröffentlichung selber, aber auch zu dem Film in den Kommentaren hinterlassen. Ich würde mich darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.